echt total wütend. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, das anständig zu entsorgen, kostenlos. Die Leute vergeuden noch das Benzin und stellen es dann in den Wald. Absolute Sauerei. Ja, hallo Doris, ich bin jetzt hier im Wald, um da eine Videoantwort zu drehen. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich nicht genau wusste, was mache ich, wie mache ich es oder mache ich überhaupt eine Videoantwort. Natürlich mache ich eine Videoantwort, denn du hast mich ja auch kennengelernt, ich reg mich jedes Mal auch auf, wenn ich Müll irgendwo finde. Da platzt mir genauso wie dir der Kragen. Es ist eine schwere Aufgabe, denn für dich und für mich und für die richtigen Buschkräfter und Outdoor-Freunde ist es klar, dass man einfach keinen Müll und Dreck in den Wald wirft. Man nimmt einfach das, was man mitnimmt in den Wald, wieder mit aus dem Wald. Das ist ganz klar. Aber dennoch finden wir immer wieder einen Haufen Müll. Und es ist unglaublich, was es alles ist. Du kennst es, das geht von kleinen Papiertaschentüchern los, über Sitze, wie du gesehen hast, und Farbdosen und alles Mögliche, sogar im tiefsten Wald. Ich habe jetzt das Glück, dass ich auch hier nicht zwar im tiefen Wald bin, aber im Wald an der Stadt. Und ich schaue jetzt direkt über so einen scheiß Plastikeimer, den ich nachher auch mitnehmen werde, denn der hat hier nichts zu suchen. Ja, wie gesagt, für dich und für mich und die anderen Buschkräfte ist es klar, dass man sowas nicht in den Wald schmeißt und dass man außer unsere Fußabdrücke nichts im Wald hinterlassen. Bup, aus. Das war's. Das war die Videoantwort. Fertig. Ich hoffe, dass das gefallen hat. Gut. Natürlich ist es nicht so einfach, denn es gibt ja noch andere Leute wie dich und mich und anständige Buschkräfte. Und das ist das Problem. Denn die haben kein Gewissen. Die schmeißen gerade alles irgendwo hin. Die stört das überhaupt nicht. Denn die sagen sich nach uns die Sinnflut. Was andere in 20 Jahren oder in 10 Jahren mal vorfinden, interessiert uns nicht. Und die Natur interessiert uns eigentlich auch nicht. Wir machen es einfach, weil es eine gute Erscheinung ist. Gehen wir halt raus, aber deswegen nehmen wir noch lange nicht unseren Müll wieder mit. Wir selbst können da eigentlich recht wenig tun und dennoch können wir was tun, wenn es auch nur ein klitzekleines Teil ist. Wir können zum Beispiel, wie ich es vorhin gemacht habe, eine Plastiktüte mitnehmen und auf kleinen Touren, also auf kleinen Spaziergängen eher gesagt, das eine oder andere wieder einsammeln. Ich bin jetzt hier noch keine 3 Kilometer gelaufen und habe schon, naja, diverse Müllsachen eingesammelt, ja, alles Plastik, was nicht verrottet. Ja, das ist ein Ding, was wir tun können. Das andere ist, natürlich können wir die Leute, wenn wir sie erwischen dabei, darauf ansprechen. Und dann werden uns heftige Diskussionen erwarten, vielleicht auch Drohungen und andere Dinge, was uns allerdings, glaube ich, weniger scheuen würde. Aber dann werden wir uns auch einiges anhören können. Aber das ist egal. Was können wir noch tun? Als Einzelner können wir eigentlich nicht viel mehr tun. Aber als Gruppe könnte man was tun.
wir könnten uns mit, ja, vielleicht mal mit Forstverwaltung und vielleicht örtlichen Umweltbehörden oder Umweltorganisationen treffen, mal darüber reden, was kann man eigentlich tun, um die Leute noch mehr aufzuklären, dass man keinen Müll im Wald lassen soll, dass das verboten ist. Weiß nicht, ob das machbar ist, ob das durchführbar ist, aber es wäre wahrscheinlich ein Ansatz. Was dazu nötig ist, weiß ich auch nicht, ob man da eine Organisation gründen muss oder ob man irgendwelchen Umweltorganisationen mal beitreten sollte. Da habe ich mir noch keinen Kopf drüber gemacht, aber es wäre bestimmt interessant zu sagen, okay, wir gucken mal, ich suche mal nach einer Umweltorganisation für meinen Landkreis oder sowas, gehe da mal hin, rede mal mit denen, was man da tun könnte. Vielleicht, dass man noch die örtlichen Forstämter oder Forstbeamten mit einbindet, ob man irgendeine Kampagne starten kann. Das wären die Dinge, die man hier in unserer Region so machen könnte. Oder Deutschland, landesweit. Aber unser Müllproblem geht natürlich viel weiter. Das sieht man auf den vielen tollen Videoantworten, die du schon gekriegt hast. Wir haben ja ein Weltmüllproblem. Und dieses Weltmüllproblem, das ist ein richtiges Problem, denn da weiß ich jetzt wirklich nicht, was man machen soll. Selbst wenn in ganz Deutschland, in ganz Europa, wir dieses Müllproblem angehen, was mit Sicherheit sehr lobenswert ist und sehr lobenswert wäre, wenn es so passieren würde, dass sich daraus was kristallisieren würde, dass man so ein Müllproblem angehen kann, dann interessiert das den Ami, den Chines, den Russen, den Japaner oder den Griechen oder sonst irgendwas wahrscheinlich herzlich wenig. Und die müllen unsere Erde weiter zu. Da müssten wir dann mal gucken, ob man dort auch welche Organisation kriegt oder findet, Menschen, die man daran beteiligen kann, die es mit Sicherheit auch in diesen Ländern gibt, die an solchen Projekten interessiert sind, unsere Umwelt müllfrei zu machen. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, wenn man aus Müll nicht so einen Haufen Geld machen würde, wäre man in Deutschland auch noch nicht so weit. Dann würde es nämlich wahrscheinlich auch nicht viele interessieren, wie unsere Müllberge und Müllkippen aussehen. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass ich die Menschen in ihrem Umweltbewusstsein ändern, was im Übrigen auch schon beim Einkaufen losgehen kann, indem man darauf achtet, dass man Produkte kauft, die nicht fünfmal verpackt sind oder die Packung vielleicht direkt im Laden zurücklässt, dass die nicht direkt entsorgen. Denn ich habe in letzter Zeit noch darauf geachtet, es gibt fast nichts, was nicht in Plastik oder sowas verpackt ist. Ich frage mich auch noch, was gibt es denn zu diskutieren, dass man Plastikmüllbeutel verbietet. Warum steigt man nicht von heute auf morgen um und sagt, Leute, es geht bloß noch Baumwolle oder Papier. Das ist eine ganz einfache Sache. Ja. Die Antwort habe ich aber auch schon parat. Da liegt die Industrie dann. Plastikmüll oder die Plastikindustrie, die diese Müllbeutel herstellen aus Plastik. Denen muss man erst Zeit geben, damit die sich umstellen können. Wie
wiederum muss ich sagen, dieses Mundproblem haben wir ja nicht erst seit heute. Das haben wir ja schon einige Zeit. Man hat es ja auch kommen gesehen. Warum hat man nicht früher reagiert? Tja, weil die Lobby noch nicht groß genug ist wahrscheinlich. Ja, das ist ein Thema mit der Mühle. Ganz ehrlich, das wird noch ein Mordproblem für die Menschen. Und ich hoffe, dass es dann doch irgendwann mal lösen kann. Ich denke, dass wir für unseren Teil doch wissen, was wir machen können, wie wir uns im Wald verhalten sollen und wie wir uns in der Natur verhalten. Und alles andere, denke ich, bleibt abzuwarten. Wo man helfen kann oder Anstöße geben kann, sollte man das tun. Wo man Aufklärung betreiben kann, sollten wir das tun. Und ansonsten bleibt nur noch die Hoffnung. Die stirbt zuletzt.